Ja, hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sven18 Gaming. Heute wieder mit OMSI 2, den Omnibus Simulator. Natürlich auch mit dem BBS. Heute aber etwas anders. Heute fahren wir nicht für den Betrieb, sondern sind heute mal im Singleplayer unterwegs. Und zwar möchte ich heute mal ein, ja, nicht neuner Bus, neu erschienenen Bus vorstellen, aber er ist auch noch nicht so alt. Und zwar geht es heute mal um den Blue Bus. Ja, französischer Art, wie man das hier, oder? Ist das französisch? Ich will, ja, genau, französisch. Genau, den wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken. Wir wollen beziehungsweise gucken, wie der sich so fährt, wie er sich so anhört. Ich bin ihn selber noch nicht gefahren tatsächlich. Also es wird für mich selbst eine Premiere heute mit dem mal hier eine Linie auf Krundorf zu fahren. Ja, Krundorf sagt bestimmt vielen was. Das ist so meine Karte für, ja, Busse testen und so weiter, ob das so funktioniert und überhaupt alles geht. Und ja, den Blue Bus gibt es in verschiedener Ausführung. Den gibt es ja einmal, wie man jetzt hier haben, in Zweitürer-Ausführung. Dann gibt es den in Dreitürer-Ausführung, den Solo-Bus. Und es gibt den natürlich, soweit ich weiß, auch in Gelenkvariante 18 Meter. Ja, ich würde mal sagen, wir starten erstmal hier die Elektro, beziehungsweise gucken wir uns den mal von innen an. Ja, also überhaupt was die Werbung angeht, ja gut, von Werbung halte ich jetzt nie so viel, aber ja, ist halt nicht so ein Werkstattbus, gefällt mir. Es ist auch, das soll wohl auch ein reiner Elektrobus sein. Ich bin mal gespannt, ob das so ist, aber da steht ja auch 100% Elektrik. Genau, ja, wie gesagt, der Innenraum, ja. Die Polster, gut, sehen auch ein bisschen neuer aus, würde ich sagen. Er hat auch nicht so viele Sitzplätze, wie ich das hier sehe. Hier hat zwei Rollstuhlplätze bzw. Kinderwagenplätze. Ja, ansonsten hier ein bisschen Panorama Scheiben oben dran, dann hier noch die altgewagten Fenster, die man auf und zu machen kann. Und der hat auch hier hinten eine Anzeige. Das heißt, er hat einmal hier vorne so eine Standardanzeige und hier hinten auch nochmal eine. Das heißt, wenn ich jetzt mal, ich starte mal die Elektrik hier. So, perfekt. Der Bus ist erstmal gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Haltewunsch betätige. Genau, da kommt mir jetzt ein Haltewunsch und da wird dann halt hier angezeigt. Und da vorne, den kann ich natürlich lösen, indem ich hier die zweite Tür öffne. So, wir natürlich wieder schließen. Danke. Gut, die Sounds sind ein bisschen wie im Zug, würde ich mal sagen. Aber lassen wir uns nicht weiter stören. Ich würde mal sagen, wir starten mal den Kavenz mal. Oh, cool. Und gucken uns mal hier vorne an. Wir fahren, wie gesagt, jetzt hier der 76. Ja, die Abfahrt wäre schon gewesen. Aber das interessiert uns jetzt auch gar nicht, die Abfahrt hier. Ja, wir können hier das Lenkrad leider nicht verstellen. Okay, also hier können wir gar nichts drücken, so wie ich das sehe. Ne, hier können wir nichts machen. Genau, dann haben wir hier natürlich Schalter, hier Motor starten aus. Dann hier Elektro oder eben nicht. Ach, das kann man natürlich. Ne, das kann man eben nicht tun. Okay, hier natürlich auf Automatiklicht. Ne? Dann haben wir hier die ganzen Steuerungen für Lüftungsanlagen, Temperatur, Licht und so weiter. Hier das Dashboard, was eigentlich ziemlich geil aussieht. Ne, man sieht jetzt hier natürlich die kmh-Anzeige, wie schnell wir sind. Und hier die Prozent, also der Prozentzahl des der Batterie, gehe ich jetzt mal davon. Hier drauf drücken? Ne. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich weiß es nicht ganz genau. Dieser Bus hat natürlich auch Retarder. Aber den Retarder, den können wir leider so nie benutzen, weil es dafür ja keine Tastenbelegung gibt. Ach, übrigens. Wer weiß, dass es für den, also wenn jemand weiß, dass es für den Retarder hier eine Tastenbelegung gibt und wo die ist, gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mega interessieren, weil ich suche schon seit Ewigkeiten nach so einem Retarder Tastenbelegung, dass ich eigentlich mal eine Taste drauflegen kann, dass ich auch mal mit dem Retarder bremsen kann, ne? Also wer es weiß, gerne rein damit. Genau, ja, ansonsten hier Tür auf und Tür zu. Hier haben wir noch. Ja gut, das braucht man nie unbedingt. Kinderwagen, Haltewunsch, hier kann man die Tür Flügel entriegeln, hier haben wir Fahrkarten und so weiter.
Genau, hier können wir natürlich jetzt das Ding noch mit anmachen, das brauchen wir aber jetzt nicht. Und wir haben eine, genau, so einen großen Führerstand hier. Respekt. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir starten mal den Motor. Aber ich mach's mal, weil ich glaube, ne, Motor starten, mal gucken, ob das so funktioniert. Gut, der Motor ist auf jeden Fall an. Ups. Und in dem Sinne werden wir mal den Gang einlegen. Und die Haltestellenbremse rauszwirbeln. Dann fahren wir mal los. Das ist ein wirklich ein reiner Elektrobus. Der fährt auch nur mit Elektro, man hört halt gar keinen Motor. Was halt ziemlich krass ist, hatte ich gesagt. Gucken wir mal, ob ich das hier endlich mal um. Geht nicht, okay. Gut, dann würde ich sagen. Achso. Ich würde mal sagen, wir werden mal hier die Route einstellen. Da, Quatsch, die Linie meine ich. Ups, das ist die 07760. Wenn das hier so nicht. Ja, okay, das ist wieder so ein. Oh, ich hasse den. Also den Drucker, egal, wir machen das übers Hartz-IV-Menü, Hauptsache es steigen ein paar Fahrgäste ein. Das sieht natürlich nicht so lecker aus, das lassen wir weg. Genau, so, wir wollen einmal die 76 fahren und dann Richtung Krankenhaus, jawohl. So, und dann wäre es auch schön, wenn es das angezeigt hat, wird. Gucken wir uns mal an. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ach, hier gibt man das wohl ein? Nee. Steht das hier zufälligerweise irgendwo? Ne, auch nicht. Das ist dann nicht normal. Leute. Egal. Wird das jetzt angezeigt hier? Ne, gut. Aber die werden wahrscheinlich trotzdem einsteigen. Gucken wir uns an. Auch für Krundorf eine neue Entdeckungswissenschaft hier, dass hier mal ein ja, Elektrobus fährt. Hallo. So. Der hält auch von alleine, das ist ganz praktisch. Die Sonne, die nervt mich ein bisschen. Machen wir mal das Rollo hier runter. Und dann biegen wir mal hier links ab. Und nehmen die nächsten Herrschaften mit hier. Ja, sind ja wieder pünktlich heute. Ist auch nicht so ihrs, oder? Guten Tag. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät dran sind? Ja, die meckern Hallo. natürlich jetzt rum, weil wir Haben zu Sie spät nicht sind, sowas wie aber. eine Heizung hier im Zu Bus? spät sind Sie mal kalt wieder. Hier. Es kann doch nicht wahr Das sein. Immer stimmt. kommen Sie zu spät. Mit der Heizung redet ja gar nicht immer so ein Schwachsinn. Die habe ich nämlich bis jetzt noch nicht irgendwie getestet, aber egal.
Ja, meine Lieben, wie geht hier diese Heizung an? Keine Ahnung. Wurst brauchen jetzt keine Heizung. Kriegen wir das so hin? Da war jetzt der Halterwunsch. Lass mal die Klammer hier aussteigen, würde ich sagen. Aber irgendwie bremst das ja komisch ab. Ist das ja normal? Ja gut, das ist. Ich würde sagen, dass das normal ist. Egal. Ja, das ist typische KI, die halten an, aber ja, gut, ist egal. Boah, es ist richtig kalt hier drin. Guten Tag. Sie sind aber Hallo. ganz schön spät Guten gekommen. Tag. Hallo. Guten Tag. Den nächsten aussteigen. Hier ist ja jetzt auch Endstation. So, lass mal die aussteigen. Perfekt. Gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses kleine Video hier gefallen hat. Und ja, wenn ihr denkt, dass es ein cooler Bus ist, könnt ihr euch den natürlich kaufen über Steam oder den Workshops. Und ja. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, dass ihr über neue Videos benachrichtigt werdet. In diesem Sinne euch einen schönen Dienstag. Bis zum nächsten Mal, euer Sven18Gamer.